Hallo und herzlich willkommen auf meinem Aktienkanal Rational Handeln. Alle reden nur darüber, was sie kaufen, aber nicht, was sie nicht kaufen. Genau das möchte ich heute aber tun. Denn es ist auch extrem wichtig zu wissen, welche Aktien man aus welchem Grund nicht kauft. Heute möchte ich euch also drei Aktien vorstellen, in die ich aktuell nicht investiere. Selbstverständlich werde ich euch auch sagen, warum ich dies nicht tue. Wenn ihr also wissen wollt, um welche drei Aktien es geht, bleibt dran. Bevor wir aber loslegen, wie immer ein kurzer Risikohinweis. Meine Videos und Artikel sind selbstverständlich keine Empfehlung oder Anlageberatung, sondern nur meine persönliche Meinung. Denkt selber nach, recherchiert und handelt dabei immer möglichst rational. Ich habe euch ja schon oft heruntergebetet, dass ich es für sehr wichtig halte, dass man eine Investmentphilosophie definiert. Hier sollte man definieren, was man wann, wieso kauft. Hier kurz noch meine Investmentphilosophie in Erinnerung gerufen. Ich möchte mittel- bis langfristig, bis ich 40 bin, also im Jahr 2028, mein Vermögen signifikant erhöhen und dabei vom Zinseszinseffekt profitieren. Ich möchte konstant mein passives Einkommen durch Dividenden erhöhen. Beim Einstieg in Aktien folge ich meiner eigenen Bewertungsmatrix, dem Rational Handeln Score, sowie achte auf eine gute Zukunftsperspektive des Geschäftsmodells. Ich werde bald nochmal ein ausführlicheres Video dazu machen. Heute möchte ich euch also drei Aktien vorstellen, in die ich jeweils aus sehr unterschiedlichen Gründen aktuell nicht mein Geld investieren würde. Das erste Unternehmen dürfte direkt ein paar Kontroversen hervorrufen. Tesla. Bei Tesla ist es vor allem ein wesentlicher Grund. Die Bewertung ist viel zu hoch. Tesla ist ein tolles und spannendes Unternehmen mit viel Innovationskraft, aber der Preis ist viel zu hoch. Hier möchte ich einmal Howard Marks aus seinem Buch Mastering the Market Cycle, Getting the Odds on Your Side kurz zitieren. When should you buy? The answer is simple. When price is below intrinsic value. Und genau das ist bei Tesla nicht der Fall. Ich denke nicht, dass der intrinsische Wert die aktuelle Bewertung rechtfertigt. Schauen wir uns doch mal kurz Tesla bei finviz.com im Profil an. Ein KGV von 600 und selbst für 2021 noch ein Forward-PE-Ratio von fast 100. Und das nach bereits einem ordentlichen Kursrücksetzer von fast $900 auf $600. Tesla ist mit dem 16-fachen seines Umsatzes bewertet. Die Profitmarge ist nur bei 3%. Das PEG-Ratio liegt mit über 13, ebenfalls jenseits von Gut und Böse. Fundamental ist die Bewertung von Tesla aktuell also nicht zu rechtfertigen. Die Argumentation für Tesla ist, dass die Innovationskraft des Unternehmens und von Elon Musk so groß ist, dass das Unternehmen den gesamten Mobilitätsmarkt mittels seiner autonomen Tesla-Flotte dominieren wird. Der Total Addressable Market, kurz TAM, ist entsprechend groß und wird gerne von zum Beispiel Cathie Wood als Rechtfertigung genutzt für die hohe Bewertung von Tesla. Es ist also vielmehr diese Zukunftsstory, die den Preis der Aktie treibt, nicht der aktuelle Wert der Assets. Diese Story mag eintreten, aber wann und wie hoch ist letztlich die Wahrscheinlichkeit? 10%, 1%, 50%, sicherlich nicht 100%. Selbst wenn dieser Best Case möglich ist, ist der Erwartungswert dieses Best Case abgezinst auf die Gegenwart zu niedrig, um diese Bewertung zu rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz immer mehr aufholt. Fast alle Autohersteller haben mittlerweile ernstzunehmende Modelle im Bereich der Elektromobilität auf den Markt gebracht. Dass Tesla wirklich den kompletten Mobilitätsmarkt dominieren wird, halte ich für unwahrscheinlich. Mir ist die Aktie von Tesla viel zu teuer und ich lasse die Finger davon. Bevor es mit der zweiten Aktie weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Seit Montag bin ich Teil des YouTube-Partnerprogramms und es werden somit Anzeigen von YouTube vor meinen Videos ausgespielt. Ein echter Meilenstein für mich. So verdiene ich aktuell zwar nur ein paar Euro, aber wenn wir weiter gemeinsam wachsen, wird auch diese Summe steigen und ich kann damit auch mehr in meinen Kanal zurückinvestieren. Mir hilft es sehr, wenn ihr meinen Videos einen Daumen hoch gebt,
meinen Kanal abonniert und meinen Kanal euren Freunden weiterempfehlt. Danke für eure Unterstützung. Eine andere Aktie, die fundamental teilweise sogar günstig erscheint, die ich aber trotzdem aktuell nicht kaufen würde, ist Royal Dutch Shell. Für das aktuelle Jahr liegt der erwartete KGV bei nur 8,5. Das erscheint eigentlich doch günstig. Aber dafür gab es im letzten Jahr einen saftigen Verlust, eine radikale Dividendenkürzung um fast 50% und auch einen ordentlichen Kursfall. In 2021 hat sich die Aktie aber wieder um knapp 12% erhöht. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei ungefähr 3,5%. Schauen wir uns die Aktie von Royal Dutch Shell doch einmal in meinem Rational Handelnscore an. Dann wird schnell klar, warum ich die Aktie auf keinen Fall kaufen würde. Hier eingeblendet der aktuelle Rational Handelnscore für die Aktie. Aufgrund des Gewinnrückgangs, der gebrochenen Dividendenhistorie und auch der hohen Payout-Ratio sammelt Royal Dutch Shell hier kaum Punkte. Die 52% im Score sind extrem niedrig. Hätte ich noch Aktien von Royal Dutch Shell, würde ich sie auf Basis dieses Ergebnisses verkaufen. Genau das habe ich aber bereits letztes Jahr nach der ersten Dividendenkürzung mit meinen Aktien von Royal Dutch Shell getan. Eine weitere Aktie, die ich aktuell auf keinen Fall kaufen würde, ist AMC. Die Kinokette ist aktuell immer wieder Ziel des Reddit-Threads Wall Street Bets und extrem gehypt und volatil. Die Aktie ist eine der sogenannten Meme-Aktien, dazu gehört vor allem auch GameStop. In nur einem Monat stieg der Aktienpreis von AMC um fast 500%. Der Kurs wird getrieben von den Privatinvestoren, die sich auf Reddit zusammengerottet haben und einen Short-Squeeze bei den Aktien provozieren wollen. Die Aktien werden vom Hype immer weiter nach oben getrieben, während die Fundamentaldaten am Boden verbleiben. Die Fundamentaldaten scheinen absolut irrelevant bei diesen Aktien. Das Kursumsatzverhältnis für AMC liegt bei 65. Es geht mehr um die Sache als um die Aktie selbst. Besonders gefährlich, viele Anleger setzen hier nicht nur auf ihr Eigenkapital, sondern handeln auch auf Margen, sprich mit einem Wertpapierkredit. Zugegebenermaßen halten sich die Reddit-Trader schon deutlich länger als von vielen Experten und auch von mir gedacht. Doch für mich steht eine Sache fest. Die Aktien werden nach diesem Hype auch wieder Richtung Normalität fallen. Reversion to the mean. Aktienkurs und der fundamentale Wert einer Aktie können lange auseinandergehen, aber irgendwann finden sie wieder zusammen. Ich sehe sowohl bei AMC und auch GameStop keinen Weg, wie die Unternehmen jemals diese Bewertung rechtfertigen könnten. Also wird der Aktienkurs irgendwann wieder fallen. Ich versuche generell Hype und Hype-Aktien zu meiden. Im Zweifelsfall springt man als einer der Letzten auf einen Zug auf, der dann doch ganz schnell entgleist. Das Risiko eines extrem hohen Verlustes wird bei einer solchen Aktie wie AMC im Angesicht hoher Gewinnhoffnungen oft ausgeblendet. Rational handeln geht anders. Versucht euch immer vor Augen zu führen, was auch schief gehen kann. Was ist der Worst Case? Wie wahrscheinlich ist es, dass ein solcher Fall vielleicht doch eintritt? Denkt selber nach und rennt nicht anderen hinterher. Warum investiert ihr in diese Aktie und passt diese Entscheidung auch zu eurer Investmentphilosophie? Das waren also drei Aktien, in die ich aktuell nicht investieren würde. Wenn ihr auch mal ein paar Aktien wissen wollt, in die ich dafür investiere, schaut doch einfach bei meinen älteren Videos vorbei. Oben sind zum Beispiel nochmal alle Dividendenaktien des Monats verlinkt. Meine wichtigste Nachricht an euch in diesem Video: legt für euch eine Investmentphilosophie fest und zieht diese durch. Ihr könnt nicht jede Aktie kaufen, die gerade durch das Dorf getrieben wird. Lasst euch nicht so viel von kurzfristigen News und anderen beeinflussen. Konzentriert euch auf eure langfristigen Ziele und lest lieber ein gutes Buch als die täglichen Börsennews. Das war's mit diesem kleinen Bonusvideo unter der Woche. Am Samstag bin ich wieder mit einem neuen Video für euch da. Thema: Wie werde ich reich? Folgt mir ansonsten auch gerne auf Twitter unter @flolindemann. Dort gibt es auch jede Menge Finanztweets. Dann bleibt mir nur noch zu sagen: immer rational handeln.